Ich geh mal wieder auf meine andere Waffe. Ja, das ist auch die Stelle, wo ich vorhin rein bin. Bling! Okay, es war aber ja nur einer jetzt. Immerhin. Ich lad aber einer kommt nach. Selten alleine, ne? Ja, ich glaube, den habe ich vorhin nur übersehen. Aber die Pistole ist echt mal gut. Also wenn ich die nicht gehabt hätte. Warte erstmal da die Lichter aus, damit du dich alle nicht sehen kann. Deswegen waren ja auch so viele drin, weil vorhin bin ich ja da hinten durchgegangen. Das mal, ne? Der wärmt sich am Feuer. Ein bisschen doof ist manchmal die KI schon, ne? So. Einmal alles abräumen hier, was hier so rumliegt. Ich find's aus dem Wow. Ah, den habe ich gar nicht gesehen. Hä? Ist er tot umgefallen vor Schreck? Oder habe ich ihn damit erwischt? Augenscheinlich. Nicht schlecht. So. Sammeln wir mal noch ein bisschen. Genau, da hatte ich vorhin aufgemacht. Dann bin ich oben im Kreis gegangen. Jetzt ja. Kann ich glaube ich auch mal gucken, vielleicht hat es irgendwas mit diesem Wagen auf sich hier. Diese Eisenbahn oder was? Sieht aus wie eine Eisenbahn. Ja, was für eine. Kann ich da wenn er ordentlich gepanzerte da. Ja, damit durch die Metro ballern wäre doch nicht schlecht. Ah, um dich quasi frei zu machen, ne? Um alle aus dem Weg zu rollen, in Anführungsstrichen. Was hast du Angst? Ja, tu dir doch nichts. Ich schalte dich nur aus. Hey, was ist? So. Tu mir nichts. Da ist zumindest schon mal so ein Gemüpp. Das mach ich mal auf. Damit kannst du bestimmt danach rausflüchten, oder so, dass du dann da drin sitzt, das rausfährst und alle, die dir in den Weg kommen, werden übergefahren, weißt du? So, hat mich wieder einer. Oh, jetzt musst du aufpassen. Einen Moment. Fucking Grass. Hier, I'm ready. What the? Who the hell is there? Fuck! Hey. Standard. Nominal. Mist, verdammter. So, jetzt würde ich aufpassen, ne? Ja. Jetzt haben wir nämlich wieder Alarm ausgelöst. Immer die Gasmaske. Da ist Ruhe drin. Mist, schon wieder leer. Aber diese. Gott, nicht, dass nicht mehr ist in die Luft. Auch leer. Toll, das zählt schon runter, ne? Was denn? Mach grad död. Ne, das war aber nicht meine Uhr. Diese verdammten Panzerung. Ja, jetzt hast du keinen Helm mehr auf. Und jetzt? Hast du Angst? So. Schön ins Gesicht rein. Hier ist noch irgendwo einer. Hier ist Munition mit. Ach toll, hätte ich das vorhin gesehen, hätte ich hier runtergeschaltet. Tja. Ist er da oben drin? Ja, ich glaube. Ich glaube auch. Ob ich eine gute Schussposition hinkriege. Ja, da ist er. Mist, nicht getötet. Ja, war noch nicht. Ja, der ist hinter einer Scheibe, da komme ich glaube ich nicht durch. Lass erst mal sehen, wer gleich tot ist. Ja. Ich muss da wohl hochkommen zu dir, mein Freundchen. Ich hätte vielleicht auch irgendwie unten durchkommen können, aber ich habe jetzt keinen Weg gesehen. Er ist nicht irgendwo.
going to fight. Aha. He's going to fight. Oh. Nee, I'm going to find him, hat er, glaube ich, gesagt, oder? How about here? Ah, da ist er. Soll ich mal antipsen? Guck mal, ich stehe genau neben ihm. So, Web TV. Right next to you. So. Oh, guck, das hat schon gereicht, dass du ihm einfach den Filter rausgerissen hast. Nee, ich hab da mit diesem Teil auf ihn geschlagen. Was mache ich denn hier noch? Da. Ah, guck mal, hier kann ich auch noch einen Schalter drücken. Filter. Okay. Was ist denn da links gewesen? Was ist ein Aufzug? Ein Elevator? Nee, das ist die Treppe, wo ich vorhin hochkam. Ich glaube, ich kann da unten runter. So. Oh. Aber das ist einfach nur wahrscheinlich der Schleichweg, den ich hätte gehen können. Wo muss ich jetzt lang? Warte mal, kannst du daran nicht drehen an dem Teil da? Nee, das wäre da vorhin schon so ein E gewesen. Ja. Muss ich das Ding überhaupt noch tragen? Ich nehme es mal ab. Ich glaube, ich brauche es gar nicht mehr. Nee, er atmet normal. Nee, doch nicht. So. Er atmet normal. Ich weiß nicht. Ich gehe da mal wieder hoch. Aber irgendwas hat es doch vorhin gemacht, als ich da oben den Schalter gedrückt habe, oder? Ich bin ja so müde. Was ist das hier für ein Ding? Sag mal, war da Hammer und Sichel drauf? Ah, hier, da kann ich durchgehen, guck mal. Ja, das ist noch sowjetisch. Mhm. Oh, da habe ich ja Glück gehabt, dass es jetzt erst angeht. Oh, dass es da hinten weitergeht. Ja gut, wo sollte der Propeller sonst hindrehen? Wie groß ist denn diese scheiß Metro hier unten, diese Station? Aber das ist, finde ich, jetzt eigentlich ehrlich gesagt auch wieder ein bisschen stumpf. Dass du jetzt von Raum in Raum gehst, die alle voll mit Leuten sind und du die bitte alle ausschalten sollst. Tja, muss ich ja nicht. Ja, oder mehr oder weniger, aber irgendwie. Oder auch irgendwie schleichen. Ja, jetzt weiß ich schon wieder zum Beispiel nicht, wie ich hier am besten still weiterkomme. Den vielleicht ausschalten? Ja, und dann? Oh, Medikit. Dann nehme ich das mal mit, das Gedöns. So, das war eine gute Idee. Siehste? Dann gehen wir mal da hoch. Ey, Kranfahrer. Sieht der mich wohl? So, aus. Wie psycho da immer da dieses Pfeifen dabei ist, ne? Ja. Die war drei für Charlie, diese, weißt du? Ja. So. Da kann ich wieder hoch. Das wäre eine Lampe. Das war knapp. Was ist denn wer? Mann, Mann, Mann. Ich komme da nicht richtig dran. Ich glaube aber schnell. Da unten komme ich, glaube ich, raus.
Mach ich noch mal ein bisschen was mit. Warte. Ja. Sind erst schön vorbeigehen. Dann ist er Freak. Was ist los? Riecht was? Riechst du mich? Oder er muss mal ein bisschen weinen. Das riecht anfangs gar nicht schlecht, okay. Kann ich die eigentlich, wenn ich darauf schieße, geht die aus? Nein. Sicher? Ich weiß es nicht, aber ich denke nicht. Ich bin jetzt unten. Geh jetzt da schnell rein. Schnell raus hier. So, geschafft. Oh, hey. Und in den nächsten Raum reinschleichen. Siehst du, das finde ich jetzt irgendwie so ein bisschen stumpf, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, 6-7 Räume nacheinander kommen. Ich glaube, ich komme langsam Richtung Ausgang. Was ist das hier? Munition? Ah, die Tür geht auf. Ich verstecke mich mal. Okay. Warte ich mal, bis die weg sind, diese Typen da. Ach, guck mal. Die haben gerade irgendwas gesagt. Wenn die nach Venedig müssen, müssen die irgendwie mit einem Zug durch das Territorium. Mhm. Also ist der Zug auf jeden Fall für die Reise bis Venedig. Mit die da quasi durchraseln. Kann ich ja als blinder Passagier irgendwie mit oder so. Mal gucken, was sie sich ausgedacht haben. Oh, jetzt kommen die Typen. Müssen zwei sein. Hm. Eins, zwei, drei sogar. Okay, jetzt gehe ich mal schnell hier durch. Verdammter Lichtkegel. So, da ist eine blöde Tonne. Eine Pennertonne. Gehen wir mal hier rum. Ja, ich bin jedenfalls schon näher am Ausgang dran. Ich töte die immer nicht, ich hau die immer nur K.O. Ist aber nett von dir. So, dann komme ich hier wenigstens sicher dran vorbei. Am Wachposten. Oh, liegt da einer? Oder ist das nur eine Lampe? Hier ist nur eine Lampe, die machen wir auch mal aus. Wow, wow, wow. Ich glaube, ich bin draußen. Ups. Der sieht aber gut aus. Ja. Okay, also ich glaube, wir sind raus aus dem Gedöns. Aus der Metro der Roten. Jetzt haben wir Nazis, jetzt haben wir Kommunisten, jetzt wird es auch mal wieder Zeit, dass wir mal bei richtigen Freunden sind. Wir werden sehen. Komm ich da durch irgendwie? Hm? Irgendwie nicht wahr. Bist du Schmusi-Maus? Kommt die Katze zum Kuscheln? Hier atmet irgendwas, aber es ist nicht die Katze. Bist du dir da so sicher? Lilly verwandelt sich nachts immer in einen kleinen Godzilla. Stay down, or your brain goes splat. Oh, der hat auch ein schönes Teil. Wait a minute. Artyom, wer ist das jetzt? You?